Ich weiß nicht, ob das so ein Kribbeln ist, aber man merkt es hier halt einfach irgendwie. Also es kommt hier so aus der Region. Es war so ähnlich wie in einem Stau und bei dem Kuss ist das wie so eine Explosion gewesen. Diese kleinen Dinge, die man füreinander macht, ich finde, das macht die perfekte Beziehung aus. Oder auch diese kleinen Momente, wo man für den anderen da ist, auch wenn man nichts davon hat. Welche Arten von Beziehungen ich geführt habe, ich glaube keine wirkliche. Das ist dieses Typische, man fängt sich an zu küssen, man kommt sich näher. Man traut sich am Anfang nicht so ganz offen zu dem Partner zu sein, aber irgendwann kommt das durch. Und ich denke, das ist beidseitig so bei Saba und mir. Also hat sich mit der Zeit dann, man traut sich dann doch irgendwas zu sagen. Und dann verschwinden halt die Kleider, ne? Bei mir ist es so, dass ich noch nicht mit meinem Freund geschlafen habe, weil es sich einfach einmal noch nicht ergeben hat. Und man redet dann irgendwann offen an, wenn halt einmal der erste Dominostein umgefallen ist, dann fallen alle anderen auch und dann kann man sehr offen miteinander reden. Und ich denke, dass man auf jeden Fall, vor allem wenn man selber noch Jungfrau ist, damit warten sollte, bis man wirklich richtig sicher ist, dass es der Richtige dafür ist. Oder was? Hast du keine Eier, um mit mir darüber zu reden? Sei bitte ein bisschen ruhiger. Alle hören.